Und dann nehmen wir alle Einheiten. Nein, Moment. Scheiße. Du musst weg. Du musst da runter. Und dann können wir euch eins zuweisen. Genau. Dann können wir speichern und dann können wir angreifen. Wie groß ist denn? 33 Einheiten. Ich habe ein gutes Gefühl. Das wird. Oh. Scavenger Basis entdeckt. Ah! Okay, dann muss ich erstmal die auslöschen. Ihr hinterhältige Mist. Oh ja, die haben da wieder Mörser drin stehen. Ach, fickt euch doch einfach nur. Nein, doch, doch. Ach, ich mach alles platt, fickt euch, komm! Ich hab Punkbuster erlaufen. Naja, allein das ist schon mal tödlich. Punkbuster ist tödlich, das ist. Off. Hack off. Oh, die hauen gut nein, aber sie schießen immer so weit daneben. Eine haben wir verloren. 32 leben noch. Ah ja, sieht doch ganz gut aus. Ah, die Raketen hauen so nein, wenn sie treffen. Ist echt geil. Oh ja, das war jetzt glaube ich keine so gute Idee, da vorzufahren. Egal, wir machen erstmal da alles wegen platt. Ich brauche Verstärkung, ich sehe schon kommen. Ich brauche mehr Lancer! Pack ein, was geht und schick los. 24 Stunden Übernachtservice kommt morgen noch an. Oh, wir ziehen uns zurück, wir ziehen uns zurück. Rückzug! Jawohl, spreng die Dinger noch in die Luft. Ein sehr erfolgreicher Angriff. Ja, so in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Genau so, ja. Das war überhaupt nicht ungeplant. Nein. Egal, wir haben schon mal das Feld freigeräumt. Doch. Ja, sieht doch ganz gut aus, ja. Vielleicht hast du noch ein Fakt. Artefakt, ja. Ein Fakt. Ein Fakt ist da oben. Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist nur eine Scavenger-Basis. Dann haben wir schon alle Artefakte abgenommen. Ja, wenigstens weiß ich noch, dass sie sich melden, wenn ich keinen Schaden mehr habe. Ich kann Musik an. Ja, was haben denn die für Panzer? Repariert einmal schnell, schnell, schnell. Wo bleibt denn meine Verstärkung? Ich habe so Übernachtservice gemacht, 24-Stunden-Lieferung. Oh. Die Punkerbuster. Punkbuster. Bunkerbuster! Ich kann mir das Wort nicht merken, ich werde es mir nie merken. Ich kann mir das. Oh, wie viel kommen denn da noch? Ich habe immer die Scavenger-Basis ausgelöscht. Sind eingetroffen. Na also. Verstärkungen. Ach, die sind schon alle eins. Nein, doch nicht. Hab's gedacht. Ich brauch mehr Verstärkung. Komm! Ich brauch. Was brauche ich denn? Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Beförderte Einheiten sind immer gut, glaube ich. Sind beförderte Einheiten gut? Nein! Deswegen sind sie auch befördert, weil sie scheiße sind. Deswegen. Weil befördert ja nur Leute, die scheiße sind und. Wozu habe ich euch scheiß Reparatureinheiten überhaupt? Bis ihr endlich mal fertig seid, ist ja Weihnachten vorbei. Dann muss man echt alles selber sagen. War denn ihr schon da rum, ey? Ihr wollt echt abgeschossen werden, oder? Ist das irgendwie ein Mod oder so? Sich von Panzern beschießen zu lassen? Oder Messer oder Artillerie oder was weiß ich, was die haben? Raketen. Auf jeden Fall Zeug, das ich nicht habe. Und ich will es immer noch haben. Die Wegfindung, mein schlimmster Feind. Das wird das ganze Spiel über so bleiben, befürchte ich. Irgendwo speichern, keine Ahnung, wo ich zuletzt gespeichert habe. Ist auch nicht wichtig. Nein. Da könnte ich hier gleich mit Taktik vorgehen, wenn ich mir sowas merken würde. Oh, die Scavengers sind so lustig, die können überhaupt nichts. Gefällt mir. Gefällt mir. Und ich verliere gleich meine erste Einheit. Oh, fahrt halt mal da rauf, alle!
Und dann jagt ihr schön die Basis in die Luft. Na geht doch. War das so schwierig? Scavenger-Basis ausgelöscht. Oh, und wer hätte gedacht, ich bekomme kein Artefakt. Verstärkungen sind eingetroffen. Panzer! Nehme ich gerne. So, was kann ich noch? Komm, zerstöre die Hütten da oben mal noch. Hey, da kann ich seitlich in die Basis rein, geht das? Gute Frage, kann ich seitlich in die Basis fahren? Da habe ich glaube ich nicht gespeichert, keine Ahnung. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt gespeichert habe. Ich mache das so richtig strategisch. Aber ich glaube, da kann ich wirklich in die Basis rein. Ach komm, ihr habt Raketen, aber ich kann das so eine dumme Mauer nicht... Da steht noch ein Haus. Jag ich nachher in die Luft. Dran denken, da steht noch ein Haus, das in die Luft jagen muss. Nein, aber ich kann von oben reinschießen. Oh, wie geil ist das denn? Fahrt ihr mal alle dann auf? Und zwei fährt ein. Ich hol besser noch ein paar Einheiten. Alles einpacken, was da ist, komm. Leichtes Geschütz. Schick mit, komm. So, jetzt haben wir... Oh, ich kann die Fabrik in die Luft jagen. Geil! Oh, fahr da mal alle her. Was? Der kann da rausschießen. Mit dem Flammenwerfer. Schräg den Bergen auf. Ja, total nutzlos. Ja, geil! Sinnlos Einheiten verfeuert. Geil! Was? Zur Hölle? Die haben oben auch Einheiten. Was ist das denn für ein Scheiße? Ist ja unfair. Oh, jetzt jagt das Haus in die Luft. Das werde ich ja wohl noch schaffen. Das ist nur eine verfickte Blechhütte. Artefakt entdeckt. Oh, da gibt's so viel zum Forschen. Yam, yam, yam. Oh, jagt den Turm da in die Luft. Mit seinen Raketen. Und was macht... Ah, ich hab zwei dann runtergeschickt, bin ich blöd, bin ich... Nein, Moment, ich hab die doch gar nicht. Warum hab ich die da runtergeschickt? Bin ich bescheuert? Okay, ich brauch neue. Bauen wir gleich fünf. Komm, die können wir alle demselben bauen. Geil. Ah, wir fahren erstmal oben rum und dann können wir neu fahren und das war's. Richtig gechillt, ja. Artefakt entdeckt. Fällt mir ein, wo bleibt man? Verstärkungen sind eingetroffen. Ich wollte gerade fragen, wo bleiben sie denn? Oh ja, steht einfach nur rum. Wozu auch was machen? Das wäre ja Arbeit. Würde ich ja nicht machen. Nein, ihr sollt nicht wieder alle da runterfahren. Ich hasse euch so sehr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jagt das Ding in die Luft. Komm. Seid ihr auch eins? Ihr seid auch schon eins. Oh. In der Basis steht doch schon gar nichts mehr. Warum sollt ihr jetzt noch kaputt machen? Ich hab doch schon gewonnen. Ist da drüben auch noch eine Scavenger-Basis, die ich platt machen muss? 20 Raketen, ey, für diese scheiß Blechhütte, ey. Wir zeigen's dir, scheiß Blechhütte, da frisst das! Ja. Scheiß Blechhütten, ey. Hasse ich wie die Pest. Ich krieg das Kotzen, wenn ich Blechhütten nur anschauen muss. Sind so hässlich. Und da geht's wieder runter. Wir sind einen schönen Kreis gefahren. Es wirkt so übertrieben, wir sind mit den ganzen Raketen, die Blechhütten.